Hey Friends und willkommen zurück zum weiteren Video. Wie einige von euch vielleicht wissen, ich liebe Minecraft. Ich spiele das Spiel schon seit meiner Kindheit. Ich bin mit Minecraft groß geworden und es macht mir immer wieder aufs Neue Bock, Minecraft zu spielen. Es ist so geil, weil man so kreativ und so viel Spaß mit diesem Spiel haben kann, finde ich. Und jetzt... 2025 soll ein Minecraft-Film in die Kinos kommen und dazu gab es jetzt auch einen Trailer, der vor kurzem, also der ist auf Englisch hochgeladen worden, also ja, aber wir reagieren trotzdem heute drauf, weil ich möchte gerne mal wissen, was daraus gemacht wird und worauf wir uns gefasst machen können, die Minecraft-Fans, falls einer von euch da draußen hier gerade zuguckt. Weil ich bin ein riesiger Minecraft-Fan. Ich hoffe, das Ding wird nicht floppen. Und ich bin sehr gespannt und wir gucken uns die Suppe jetzt an. Okay, es ist erstmal nur ein Teaser. Aber ich bin mal gespannt, was die jetzt daraus präpariert haben. Ui, Moment. Moment. Oh, lol. Also ich glaube, ich muss mal ein bisschen lauter machen, sonst hört man wahrscheinlich nichts. Aber okay, also sorry, ich muss wahrscheinlich ab und zu ein bisschen stoppen, weil ich muss mir das ja auch ein bisschen angucken. Alter Falter, Walter. Also wird das eigentlich ein Animationsfilm? Aber ich habe da gerade schon echte Menschen gesehen. Das bedeutet wahrscheinlich, wird es kein kompletter Animationsfilm. Aber... Ey, kommt, seid doch mal ehrlich. Das sieht doch schon geil aus, oder? Die Wolken so, so wie man Minecraft kennt eigentlich, ne? Das ist so blockformartig. So, man sieht es auch so richtig. Die Dörfer sind, by the way, größer, als man im Spiel sieht. Okay, ich bin mal gespannt. Hoffentlich sehen wir auch irgendwie Villagers, wie die aussehen. Ich hoffe, die werden nicht durch echte Menschen ersetzt. Aber okay. Okay. Wow, geil. Okay, wir haben auf einmal echte Menschen. Wir haben den Cast. Ja, oh, warte mal. Wir haben Emma Myers, die Enid-Darstellerin, also aus Wednesday, der Serie von Netflix. Okay, die ist am Start. Wo, die kenne ich nicht. Kommen die aus dem Portal aus der echten Menschenwelt da, oder was? Oh. Ui, warte mal. Alles klar, wir haben einfach, wie heißt der, Jason Momoa, der Aquaman-Schauspieler, okay, gut, alles klar. Okay, wir haben ein Minecraft-Schaf und, Alter, also es ist ein bisschen, also es sieht schon sehr aus wie ein Minecraft-Schaf, aber das ist, glaube ich, das sieht ein bisschen zu echt aus, ne? Also ich glaube, das Fell, ich glaube, das hätten sie vielleicht ein bisschen weniger animieren können. Aber ansonsten sieht es eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. What the hell? Oh, 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 warte, warte, was war das? Was war das? Oh, Ah, das sind die Ghosts, die Ghosts und die, Piglets, diese Dinger, die du halt in der Hölle findest, beziehungsweise in der Unterwelt da so, wenn du da durch dieses Portal gehst. Ihr wisst ja schon, was ich meine. Alter Falter, ey, die sehen gar nicht... Ich finde, die sehen gar nicht mal so schlecht aus. Auch die Ghosts, die sind richtig gut animiert. Alter, ich bin sehr gespannt auf das Endprodukt vom Film. Oh, oh. Alter, das geht hier alles so schnell. Ich kann hier gar nicht alles sehen. Wir haben hier den Wolf, der heult beim Mond, also beim Mond, nicht beim Mund, der heult und, ja, ne, okay, das sieht aus wie eine Lücke dazwischen. Ich hätte das vielleicht noch ein bisschen durchgemacht, aber ansonsten gar nicht mal schlecht. Das ist halt wieder bei dem Schaf angepasst, ne? Okay, oh, da haben wir wieder eine geile Landschaft, aber der hat da einfach raufgehauen, okay. Ah, okay. Hier haben wir quasi das. Das beschäftigt sich wahrscheinlich damit auch so, wenn du wieder die Blöcke so abbaust, dass du sie dann im Inventar hast. Aber okay. Oh, 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 wir haben da.
Wir hatten. Oh, da hinten ist ein Creeper. Okay, Creeper kommt. Alter, Creeper kommt auch vor. Ey, ich bin gerade im Moment ein bisschen Hype auf den Film. Der ist so gut animiert, finde ich. Die Schauspieler kann ich jetzt halt nichts zu sagen. Weil, ja, da werden wir halt mal sehen, wie das dann laufen wird. Oh, die Hölle sehen wir auch. Oh! Ja, okay. Ja, ich habe schon gehört, dass Jack Black in dem Film sein soll und dass er Steve spielen soll und da haben wir ihn anscheinend. Who are you? I am Steve. Okay, also da könnt ihr auch gerne mal eure Meinung schon mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Jack Black als gute Besetzung für Steve findet. Ja, also ich will jetzt den Trailer oder den Teaser noch nicht so kritisieren, weil ich will den Endfilm sehen, weil meistens sind Teaser oder Trailer ja immer sowas, die zeigen dir was komplett anderes, was der Film dann später nicht ist. Deswegen will ich auf den Endfilm warten und mich da überzeugen lassen. Okay. Oh, this guy is such a toolbag. Oh, alter Falter. Ah ja, Minecraft. A Minecraft-Movie, okay. Ne? Okay, wir haben hier, ein Alpaka, ein Lama von Minecraft und kommt, ihr müsst doch schon sagen, die Bilder, die sind fantastisch. Also die Minecraft-Welt finde ich sehr gut designt, wirklich. Ui. Ja, original so gucke ich auch immer, wenn ich freitags bei meinem Projekttag bin. Ja, und so auch. Oh, okay. Der wird am 4. April wohl, also nächstes Jahr ja wahrscheinlich erst, in den Kinos kommen und ist von Warner Bros. Huh, geil. Leute, okay, also ich muss schon sagen, ich freue mich übelst auf den Film. Der darf jetzt nur nicht floppen. Ich hoffe es. Drückt die Daumen, dass der Minecraft-Movie nicht floppen wird. Weil wie gesagt, ich liebe Minecraft. Ich spiele das Spiel schon seit mehreren Jahren. Ich habe es auch auf meinem Kanal hier am Anfang ein bisschen let's played. Auf meinem Gaming-Kanal habe ich auch eine komplette Folgen-Episoden-Staffel quasi mit Don zusammengezockt. Und wir planen auch schon irgendwann weiter Minecraft zu spielen. Aber da müssen wir halt noch gucken, wie wir das machen und so. Aber boah, ich freue mich so dermaßen auf den Film. Wenn der Trailer auf Deutsch kommt, dann werden wir wahrscheinlich auch nochmal gucken, weil ich habe jetzt auch keinen Bock, hier die Untertitel noch Deutsch zu übersetzen für euch. Also lasst euch da. Es wurde ja Gott sei Dank nicht zu viel gesagt. Aber wenn der Trailer oder da ein richtig Trailer nochmal rauskommt auf Deutsch, dann schauen wir uns den auch nochmal zusammen an. Ein Kinovlog wird es definitiv wahrscheinlich auch geben. Mit Don, also ich weiß ja nicht. Don, falls du das siehst, hast du den Trailer gesehen? Freust du dich auf den Minecraft-Film? Wusstest du überhaupt, dass ein Minecraft-Film rauskommt? Ich bin sprachlos. Ich hoffe, dass der Film mich am Ende nicht enttäuscht, weil ich bin gerade wirklich mega hyped. Und das war die Reaction. Habt ihr den Minecraft-Trailer schon gesehen? Freut ihr euch auf den Film? Oder ist es eher so, habe ich es nicht gebraucht? Als ich das so gehört habe, dachte ich erst, es wäre ein Scherz und dachte mir so, brauchen wir jetzt wirklich einen Minecraft-Film? Aber hey, ich hoffe, der Film haut mich um. Weil dann kann ich sagen, meine Kindheit in einem Film. Gut, die Story her, da muss ich dann halt, da werde ich dann wahrscheinlich erst drauf eingehen, wenn ich den Film gesehen habe und euch dann sage, ob mir die Story gefällt oder nicht und was man verbessert hätte oder was genau perfekt war. Das werden wir dann sehen, wenn der Film in die Kinos kommt. Ich freue mich bis dahin und bis zum nächsten Video. Ciao! Do just what I do, and I hope you let me in, yeah.